Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Nanu, wer kann das denn sein? Ich gehe mal nachschauen. Ah, ihr seid's, dann kommt mal mit. Hier ist unser Essbereich. Hier essen wir, basteln wir und sitzen, wenn Besuch kommt. Hier ist unsere Garderobe für Rucksack und Handtasche. Hier ist unsere Sitzbank. Hier ziehen wir uns unsere Schuhe aus und an, wenn wir von draußen reinkommen und herausgehen. Hier steht das Telefon und liegt unser Haustürschlüssel und noch andere Wertsachen. Wartet kurz, das Telefon klingelt. Ich muss da rangehen. Hallo, hier spricht Paula Schmuckkörbchen. Hallo Frau Schmuckkörbchen, könnte ich bitte die Ella sprechen? Ich muss ihr was ganz Dringendes erzählen. Klar, Ella, Telefon für dich. Kommst du mal bitte? Ich komme, Mama. Hallo Leni, was? Wie gut. Bis morgen in der Schule. Tschüss. Mama, Mama, stell dir vor, Leni bekommt einen kleinen Bruder. Das ist ja super, Ella. Ich muss jetzt hier weiterdrehen. Hier ist unsere Küche. Hier helfen mir Ella, Luna und Marlene sehr gerne beim Kochen. Und Herr Jens nascht hier gerne was. Hier ist unser Wohnzimmer. Die Möbel, die wir im alten Haus hatten, sind gleich geblieben. Nur die Sitzhocker sind neu. Die sind aus einem Zahnputzdeckel und Filz gebastelt. Hier ist das Kinderzimmer. Hier vorne ist Lunas Bereich. Daneben ist Marlenes Bereich und der der Zwillinge. Und da vorne schläft die Ella. Hier ist unser Balkon. Den Balkon habe ich aus dem Hubschrauberlandeplatz der Kinderklinik gebaut. Hier ist das Schlafzimmer von Jens und mir. Jens arbeitet gerade. Was für ein Mist, das bekomme ich nicht hin. Jens, soll ich dir mal helfen? So, 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 fertig. Danke, Paula, du bist die Beste. Hier ist unser Badezimmer. Hier steht alles drin, was man so im Badezimmer braucht. Und das ist noch unser Garten. Hier ist unsere Terrasse. Daneben ist unser großer Gartenbereich mit Pool, Spielplatz, Sandkasten, Spielküche und Gartentisch für den Sommer. Das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Unter dem Kinderzimmer stehen unsere Fahrräder, Zwillingskinderwagen und hängt die Dartscheibe, die ich sehr häufig brauche. Das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute möchte ich ganz herzlich Familie Hauser grüßen. Ihr macht echt so tolle Videos, die gucke ich mir jeden Tag an und kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss! Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns...
Wenn ihr bei Ella klickt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren.